im Spielcasino von Monte Carlo. Im goldenen Saal des Casinos findet jetzt die Wahl der Schönheitskönigin des Festes statt. Inzwischen stehen Spielsäle und Tanzbar zu ihrem Amüsement zur Verfügung. Ich glaube, hier sind wir ungestört. Bitte, Eccellenza. Also, Monsieur Poulet, erzählen Sie, was sich während meiner Abwesenheit ereignet hat. Darf ich offen sprechen? Natürlich. Ich hoffe, Ihr Büro hat in meiner Angelegenheit den tüchtigsten Detektiv bestellt. Darauf können Sie sich verlassen, Monsieur Lanoy. Also, unser Eheüberwachungsbüro in Paris hat mich, den erfolgreichsten Detektiv, mit dem Spürsinn eines Jagdhundes dazu auserwählt, Ihre Gattin zu beschatten. Reden Sie nicht so viel, berichten Sie lieber. Bitte, ja. Also, Ihre Gemahlin hat während ihrer dreimonatigen Abwesenheit Paris verlassen und sich hier in Monte Carlo eine luxuriöse Villa am Meer gemietet. Und alles für mein Geld. Jean, reich mir die Herztropfen. Sie veranstaltet in ihrer Villa großartige Feste. Und natürlich bemüht sich alle Welt, ihr Gast zu sein. Jean, eine Magentablette. Jede Aufregung legt sich auf meinen armen Magen. Bitte, Eccellenza. Selbstverständlich ist Ihre Frau bei allen Veranstaltungen wegen ihrer Großzügigkeit ein höchst willkommener Gast, besonders im Spielcasino, wo sie äußerst gewagt zu spielen pflegt. Sie bringt mich noch um mein Vermögen. Sagen Sie, junger Mann. Bitte, Eccellenza. Opa, verzeihen. Hat sie einen Freund oder dergleichen? Freund nicht. Aber dergleichen hat sie mehrere. Doch bis jetzt hatte noch keiner Glück. Das ist ja mein Unglück. Pardon? Ich brauche einen Scheidungsgrund, damit ich von diesem unsinnigen Ehevertrag loskomme. Wo ist sie jetzt? Sie muss jeden Augenblick hier erscheinen. Sicher wird man sie zur Schönheitskönigin des heutigen Festabends krönen. Denn man erwartet sich von ihr eine beträchtliche Summe für wohltätige Zwecke. Sie macht mich noch bankrott. Jean, einen Schluck Vitaminbalsam, E604. Bitte, Eccellenza. Bitte, ich könnte auch so einen Balsam gebrauchen. Denn Ihre bezaubernde Gattin, die kostet auch meine Nerven. Ja. Trinken Sie. Oh, danke. Das soll Vitaminbalsam sein? Das ist ja E605. Wir kommen aus Paris. Ich bin Madame Leclerc. Ich Ihre Tochter Rose. Und ich der Sekretär. Wir kommen zur Saison nach Monte Carlo rein. Und ich führe dich, mein Kind, in die Gesellschaft ein. Ich bin so schüchtern und das macht mich ganz verwirrt. Wie mach ich's, wenn ein Herz und Tanz mich umgeht? Sei nicht verzagt, das zeigt dir doch der Sekretär. Wie das so ist, auf einem Ball so ungefähr. Zuerst ein Tango. Weit weg den Arm. Fühl ihre Nähe. Mir wird so warm. Steif. Dass ich nicht lach. Und jetzt
kommt schon der Foxtrott ran, den jeder tanzen kann. Da bin ich sehr dafür. Fox ist immer hochmodern. Den tanze ich auch sehr gern. Denn tanzen Sie mit mir. Schau, wie ich die Schritte mache. Voll elegant. Ja, aber das kann ich doch lange schon. Brauch keine Lektion, das ist nicht interessant. Boogie, Boogie, nimm das Recken in die Höhe. Oh, mon Dieu! Temperament ist Boogie, Boogie. Vehement ist Boogie, Boogie. Boogie, 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 das Chamais. Das ist doch wirklich kein Tanz für dich. Herr Sekretär, benehmen Sie sich. Mich riss der Rhythmus vom Boogie mit, pardon, Madame, ein Walzer ich bin. Was lässt singen und so lachen, nur l'amour, l'amour. Wenn wir den Versuch machen, auf der Liebe Spur. Denk zurück an meine Jugend, wie ich getanzt im Walzerschritt. Oh, jetzt muss ich leider stören, Damen, weil ich bitt. Juliette, das ist eine Überraschung. Was machst du denn hier? Oh, ich komme jedes Jahr zur Saison nach Monte Carlo. Bist du allein? Nein. Ich reise, seit ich Witwe bin, mit meiner Tochter, das heißt mit unserer Tochter. Richtig, die kleine Rose. Ja, ja. Sie muss schon sehr erwachsen sein. Hm. Gott, seit unserer Scheidung vor 10 Jahren habe ich Rose nicht mehr gesehen. Du bist Witwe? Ja, mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. So. Ja, sag, du bist doch auch wieder verheiratet, oder? Ach, Juliette, ich habe die größte Dummheit meines Lebens gemacht. Ja, wieso? Ich habe einen Teufel aus Brasilien geheiratet. Aus Brasilien? Ja. Na, natürlich, dort hast du ja deine Kaffeeplantage. Mhm. Aber sag, wieso bist du nicht glücklich? Sie ist die Tochter meines Pächters. In meiner Verliebtheit habe ich einen Ehekontrakt unterschrieben, der nur ihr gestattet, die Ehe zu lösen. Als ich noch deine Frau war, warst du nicht so großzügig. Ach, Juliette, du warst die richtige Frau für mich. Komm, wir suchen unsere Tochter. Rose wird sich freuen, dich zu sehen. Pardon, mein Herr. Ich habe Sie beobachtet. Fehlt Ihnen etwas? Ja, Geld. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Kellner? Nicht direkt, aber bitte ganz zu Ihren Diensten. Bringen Sie mir eine Flasche Champagner. Sofort. Moment, Moment. Was kostet der Champagner? 500 Franc. Zu teuer. Bringen Sie mir ein Glas Sodawasser. Der Rest ist für Sie. Alles verspielt? Rien ne va plus. C'est fini. Nicht traurig sein. Das Sodawasser wird Sie schon wieder auf die Beine bringen. Aus ist mit mir alles Leben, wenn ich doch nur einen Ausweg fände. Fort ist mein Geld, leer das Portemonnaie. Fordert oft heraus das Schicksal, weil man noch glaubt an das Glück.
Doch stärker ist dann oft das Schicksal, weist in die Schranken zurück. Fortuna ist nicht immer Göttin, für die der hofft auf ihre Macht. Faber zu spielen ist die Narrheit, mit der sie uns lieblos verlacht. Doch was hilft alle Grübelei? Was vorbei ist, ist vorbei. Hol ist der Teufel, mache dir nur keine Sorgen. Hol ist der Teufel, heut ist heut, denk nicht an morgen. Ist das Leben grau in grau, morgen ist schon wieder blau und die Sonne lacht im Herzen drin. Hol ist der Teufel, hält das Leben nicht zu narren. Der Teufel sage immer, wenn's verfahren, wie die Erde sich stets dreht, geht vorüber, was besteht. Denn sonst hätte das Leben keinen Sinn. Hier eine kleine Revanche des Spielcasinos für den Verlust. Champagner, oh, danke schön. Ich hoffe, Sie nehmen das nicht tragisch. Es gibt schließlich viele Möglichkeiten, wieder zu Geld zu kommen. Zum Beispiel durch eine reiche Heirat. Nein, nein, es ist schon gut. Nicht so viel Champagner. Dankeschön für die Wegzehrung zur Hölle. Oh, ist der Teufel, mache dir nur keine Sorgen. Oh, ist der Teufel, heute ist heute, denk nicht an morgen. Ist das Leben grau in grau, morgen ist schon wieder blau und die Sonne nach dem Herzen dreht. Oh, ist der Teufel, hält das Leben nicht zu narren. Oh, ist der Teufel, sage ich immer, wenn's verfahren, wie die Erde sich stets dreht, geht vorüber, was besteht. Denn sonst hält das Leben den Rose? Ich kann sie nirgends finden. Hans! Moment mal, jetzt glaube ich an Geister. Ja, grüß dich, alter Freund. Feller! Alter, nach so vielen Jahren sehen wir uns ausgerechnet in Monte Carlo wieder. Was machst du denn hier? Ich fordere das Glück heraus. Meine letzte Chance. Aha. Weißt du, ich habe eine Studienreise durch Frankreich gemacht. Da brach in meiner Heimat die Revolution aus und meine finanziellen Zuwendungen blieben aus. Mit dem letzten Geld bin ich hierher gefahren. Und hast alles verloren, hm? Ach, reden wir nicht mehr davon. Was machst denn du hier? Naja, als zukünftiger Diplomat will ich in Paris mein Examen in Französisch machen und um meinen Unterhalt zu fristen, habe ich einen Sekretärposten bei Madame Leclerc angenommen. Mit ihr und mit Rose, du, ihrer bezaubernden Tochter, bin ich hier. Aha. Holla, du trinkst Champagner und hast kein Geld? Dem bin ich auch schuldig geblieben. Du, hör zu, da muss etwas geschehen. Ich bin natürlich nicht in der Lage, dein Finanzminister zu sein, aber, na, warte mal. Sagen wir, 10.000 Franc kann ich dir pumpen. Was soll ich damit? Versuch noch einmal dein Glück im Spiel. Ja, weißt du, das ist sehr lieb von dir, Hans. Aber mit geborgtem Geld spiele ich nicht. Na schön, dann spiele ich für dich. Bitte, bitte, viel Glück. Monsieur Lanolle, das ist der junge Mann. Er hat sein ganzes Geld verspielt. Und in solcher Notlage wäre er doch vielleicht der Richtige für uns. Vorsicht, Vorsicht. Das muss man sehr diplomatisch anfangen. Ich werde mit ihm reden. Lassen Sie uns allein. Sie gestatten? Bitte, bitte. Soeben habe ich 100.000 Franc gewonnen. Das nennt man Glück, was? Da hatten Sie mehr Glück als ich. Ich habe alles verloren. Unglück im Spiel, Glück in der Liebe. Darf ich Ihnen aushelfen? Ich will Ihnen nicht schenken. Sie sollen mir dafür einen Gefallen tun. Sie wollen mit mir ein Geschäft machen? Das ist zu hart ausgedrückt. Mehr eine Abmachung, bei der Sie das Vergnügen haben und wobei ich das Geschäft mache. Ich fürchte, ich eigne mich nicht zum Partner. Gerade Sie. Sie sehen gut aus, Sie sind charmant, elegant, mit einem Wort, ein Mann, der auf Frauen wirkt. Danke. Und? Sie sollen meiner Frau den Hof machen und mir damit einen Scheidungsgrund liefern. Ich bitte Sie darum. Ich biete Ihnen dafür, sagen wir, 1 Million. Ich habe Sie wohl schlecht verstanden. Sie haben mich schon verstanden.
Ich strebe die Trennung von meiner Frau an und Sie sollen der Anlass dazu sein. Sie sind wohl nicht bei Trost. Seien Sie sicher, wenn Sie meine Frau sehen, werden Sie mich verstehen. Also? Da bist du ja, Robby. Rose will dich begrüßen. Papa! Ja, Rose, mein Kind, wie geht's? Ach, das ist seine Frau. Die soll er ruhig behalten, die passt recht gut zu ihm. Ich mach mich lieber aus dem Staub. Stören wir? Ja, wo ist denn der junge Mann? Jetzt ist er weg. Komm, Papa, wollen wir ein Spielchen machen? Ach, was mich das wieder kostet. Meine Damen und Herren, die Jury hat die Königin dieses Festes gewählt. Dieses Fest ist das Verstrahlen, die Königin in diesem Saal. Ihr Reich ist die Schönheit der Huld in Manier, ihr weiblich begrenzt im Panier. Dank des Schönen Prinz der Ahnen, der diese Wahl ist so betragen. Ein Lied an der Wut der Siegerin, ein Hoch. Und hier ist die Königin des Abends, Madame Laia. Ah, bravo, bravo. Gnädige Frau, wir würden doch gern wissen, woher Sie stammen. Aus Brasilien! Wow. Im schönen Rio, ja, da wurde ich geboren. War als Mädchen hat schon Liebling auserkoren. Die Burschen schielten alle damals nach mir gerne, wenn ich am Sonntag ging zum Tanz in die Taverne. Und später schon erblüht, ja, das ist nicht erlogen, hab ich manch Männerherz in Liebe angezogen. Doch hatte keiner Glück, drum nannte man mich ja die tolle Laia aus Südamerika, ja, in Brasilien. Dort sind die Mädchen keine Lilien. In diesem Sonnenland, da sind sie braun gebrannt, so feier ich und wie ich kann. Lass dich von Mädchen nicht verführen. Aus ihrer Augen Blut, da leuchtet wildes Blut, seid langsam auf dir Hut. Denn sie wie Schlangen bei Kastanien und Tanz die Hüften bewegen und dann verzaubern sie dich ganz. Ja, in Brasilien sind die Mädchen keine Lilien. In diesem Sonnenland, da sind sie braun gebrannt, so feurig und mein Vater war ein schöner, stolzer Caballero, bekannt als Frauenheld in Rio de Janeiro. Und die Mama Französin hatte Charme und Klasse, von dieser Mischung habe ich Temperament und Rasse. Wer mich verliebt in sich, der will mich gleich bekennen, dass er das heiße Eisen an kann er verbrennen. Kann lieben, hassen, darum hüte jeder sich. Ich bin gefährlich, ich bin ganz fürchterlich. Das Festkomitee lädt Sie als kleine Aufmerksamkeit zu einem Grand Souper für zwei Personen. Die Wahl eines Souper-Gastes bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Pardon, meine Herren, nicht so stürmisch. Die Bedingung, die ich an meinen Prinzgemahl stelle, wird Sie vielleicht etwas abkühlen. Er muss nämlich für einen Kuss von mir 50.000 Francs für wohltätige Zwecke spenden. Alles die Männer und wir gehen leer aus. Nein, ich lade Sie alle zu einem brasilianischen Fest morgen in meine Villa ein. Zufrieden? Bravo! Bravo! Sie sind großartig. Aber jetzt wollen wir nicht stören. Madame, wählen Sie. Ich wähle diesen Mann. Mich? Ja. Dann haben wir verloren und räumen zugunsten dieses Herrn das Feld.
Madame? Nein, hallo, bleiben Sie. Haben Sie Angst, mit mir allein zu sein? Oder haben Sie nicht den Mut, mit mir zu soupieren? Halten Sie mich für einen Feigling? Mhm. Also schön, ich nehme an. Das Souper, bitte Platz zu nehmen. Erster Gang. Ich habe keinen Appetit. Aber ein Glas Champagner werden Sie mit mir hoffentlich trinken. Warum nicht? Auf Ihr Wohl. So, und jetzt darf ich mich empfehlen? Einen Augenblick. Ich versprach meinem Gast einen Abschiedskuss. Ich weiß, für 50.000 Francs. Darauf verzichte ich. Warum? Ich küsse nur die Frau, die ich liebe. Ach, Sie sind ein... Ach, ich möchte... Es ist im Leben niemals gut, wenn gleich zu Kopf steigt heißes Blut. Das Temperament verschieden ist, wenn man sich liebt, wenn man sich küsst. Warum gleich lieben muss das sein? Mit falschen Schwüren ewig dein. Ich hab an sowas nie gedacht, weil mir nur eins Vergnügen macht. Ein kleiner Flirt, muss nicht die große Liebe sein. Ein kleiner Flirt ist eine Liebesspielerei. Ein bisschen Scherz. Schenken Sie mir noch ein Glas ein, Sie schrecklicher Mensch. Bin ich schrecklich, weil ich Ihnen nicht zu Füßen falle und dankbar bin für die Auszeichnung, dass Sie mich erwählt haben? Prost. Nein, weil Sie mir den Kuss verweigert haben. Ich habe meine Gründe. Ich weiß, Sie küssen nur die Frau, die Sie lieben. Lieben? Ein kleiner Flirt, muss ich die große Liebe sein. Ein kleiner Flirt, sind die Liebesspielerei. Ein bisschen Scherz. Ich bin böse auf Sie, Ange. Die ganze Zeit sitzen Sie am Spieltisch und haben nur Augen für Roulette. Aber Mademoiselle Rose, ich spiele nur, weil ich nicht wage, in Gegenwart Ihrer Mama Sie verliebt anzuschauen. Sonst bin ich doch die längste Zeit Sekretär gewesen und ich möchte noch lange in Ihrer Nähe bleiben, weil ich Sie so reizend finde. Mama hat Sie engagiert, um meine Deutschkenntnisse zu perfektionieren. Ja, ich weiß. Aber die Sprachstunden mit Ihnen sind am schönsten, wenn Sie das Zeitwort lieben deklamieren. Also... Ich? Ich liebe. Ja. Du liebst. Mhm. Er liebt. Dich. Dich? Mich. Mich? Dich. Dich. Ach, sehr schwer, wenn ich mit Ihnen Deutsch sprechen muss. Ach, in der Liebe gibt es ohne Sprache so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Aber es ist doch alles so hoffnungslos. Ach, Mama will immer, dass ich noch bin, das kleine Mädchen. Aber ich bin doch schon... Wie heißt? Verwachsen. Nein, erwachsen. Und ich weiß ganz gut Bescheid, wenn ein junger Mann zu mir sagt, Mama, soll ich bitte darf ich's wagen? Mama, soll ich möchte Sie gern fragen, ob Sie heute mit mir kommen gehen?
stille Mutter, die Madeleine. Ganz versteckt in Blumennischen sind wir beide, andere nur. Rote Lampen auf den Tischen und die Chespen spielt dazu. Mademoiselle, wenn wir nach Hause gehen, Mademoiselle, dann werde ich gestehen, mon chéri, ich liebe sie. Verliebter zur Stelle, er versucht es für alle Fälle und mit Charme und viel Elan spricht flehend er sie an. Mademoiselle, ach bitte darf ich fragen, Mademoiselle, ich möchte Sie gern fragen, ob Sie heute mit mir bummeln will. Mademoiselle, am Abend ganz alleine, Mademoiselle, besuchen wir die kleine stille Mutter in der Rue Madeleine. Ganz versteckt in Blumennischen sind wir beide andere nur. Rote Lampen auf den Tischen und die Jespen spielt dazu. Mademoiselle, wenn wir nach Hause gehen, Mademoiselle, dann werde ich gestehen, mon chéri, ich liebe Sie. Sehr interessant, mein lieber Poulet. Ich habe die beiden während des Soupers belauscht. Und aus dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass der junge Mann ihrer Gattin nicht unsympathisch ist. Woraus schließen Sie das? Sie verlangte von ihm einen Kuss, er aber lehnte ab. Na sehen Sie. Ja, er sollte für diesen Kuss doch 50.000 Francs für wohltätige Zwecke bezahlen. Nun, und Sie wissen doch, dass er kein Geld hat. Ich habe ihm Geld angeboten, aber er wollte absolut nicht anbeißen. Ihre Gattin hat ihn allen anderen Männern vorgezogen. Ja, aber man müsste ihr jetzt auf den Zahn fühlen. Das müssen Sie machen, denn ich will, dass meine Ankunft vor meiner Frau zunächst geheim gehalten wird. Da kommt sie. Also, fühlen Sie. Jetzt habe ich alle Fäden in der Hand. So, jetzt schnell die Brille aufgesetzt. So, und der Schnurrbart aufgeklebt. Und so. Madame. Darf ich Ihnen gratulieren? Wozu? Sie sind wirklich die Königin des Festes. Das sagt übrigens auch mein Freund, der junge Mann, mit dem Sie soeben soupiert haben. So? Ein wirklich gut aussehender Gentleman, ach, und so verliebt. Und Sie wissen doch in wen. Geben Sie ihm bitte die Chance, Sie wiederzusehen. Darf ich meinem Freund eine Einladung für morgen zu dem Fest in Ihrer Villa geben? Das können Sie halten, wie Sie wollen. Und dann... Ja? Verschwinden Sie von hier, aber schleunigst. Und lassen Sie sich nicht wiedersehen. Glauben Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind? Aber Madame... Scheren Sie sich zum Teufel, Sie Spitzel. Aber Madame... Musik.
des Festes. Wir gratulieren zur Wahl. Ich bin als Siegerin der Koren. Ich stelle vor den Prinzgemahl. Doch dieser Herr schätzt nicht die Ehre und hat verweigert mir den Kuss. Weil 50.000 Frauen waren, für diesen Kuss ich zahlen muss. Das ist schimpflich und nicht normal, dieser Fall ist ein Skandal. Wo ist der Teufel, ich will nicht um Gnade flehen. Wo ist der Teufel, will die Wahrheit eingestehen. Kein Blatt mir vor den Mund, hab kein Geld, das ist der Grund, bin bankrott und darum mein Boykott. Wenn das der einzige Grund ist, gebe ich Ihnen eine Chance. Ich lade Sie ein, morgen bei dem Fest in meiner Villa mein Gast zu sein. Wir wollen dort ein Spielchen machen. Roulette der Herzen nenne ich das. Der Einsatz ist ein Kuss. Gewinne ich, werden Sie sich bequemen müssen. Wenn Sie verlieren? Bezahle ich die 50.000 Francs. Ich frage mich, wie gerade ich zu der Ehre komme, in dieser erlesenen Gesellschaft Ihr Gast zu sein. Was kann denn da noch fraglich sein? Sagen Sie ja, schlagen Sie ein. Ein kleiner Schütze in Amusement. Haben Sie Angst vor einer Frau? Ich spiele nicht gern, wie Sie verbaut. Sage darum herzlichen Dank. Sie sind mir auch noch unbekannt. Ist dieser Chor nicht sehr galant? Eine schöne Frau schenkt man die Ehre, wenn sie langen Ei, wenn sie langen Ei. Frag nicht erst danach, ob's richtig wäre, sondern lang den Schein, sondern lang den Schein. Alles bleibt verborgen in einem Frauenherz. Wie man soll ergründen, ist Liebe oder Scherz? Eine schöne Frau schenkt man die Ehre, wenn sie lange ein, sagt man ihr nicht nein. Eine traumhafte Villa am Meer. Madame Laya hat ihre Gäste zu einem brasilianischen Fest gebeten.
Monsieur Lalolle möchte Madame sprechen. Oh. Madame, ich störe wohl. Ich wusste nicht, dass Sie schon aus Brasilien zurückgekehrt sind. Was kann ich für Sie tun? Ich hoffte, Sie in Paris zu treffen. Dort war es mir zu langweilig. Madame, Sie sind mir immer noch Rechenschaft schuldig. Vergessen Sie nicht, Sie sind nach wie vor meine Frau. Gezwungenermaßen. Nur um meinem Vater zu helfen, habe ich in diese Ehe eingewilligt. Da diese Ehe aber keine Ehe ist... Müssen Sie sich gedulden, bis ich sie löse. Oder? Sie zahlen mir die laut Ehevertrag ausgemachte Abfertigung. Ich kann diesen Betrag nicht aufbringen. Und warten deshalb auf eine günstige Gelegenheit. Deshalb lassen Sie mich auch ständig überwachen. Dieser Zustand ist unerträglich, das sehen Sie doch ein. Mir gefällt der Zustand sehr gut. Ich mache immer, was ich will. Sie haben bereits Ihr Bankkonto über Gebühr beansprucht. Ich sehe mich also gezwungen, Ihre Verschwendungssucht etwas einzuschränken. Auch damit werden Sie meinen Sinn nicht ändern. Robert, du lässt uns warten. Pardon, Madame, meine Freunde. Ich freue mich, Ihre Freunde als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Darf ich Sie mit Madame Leclerc, meiner gewesenen Frau und meiner Tochter Rose aus dieser Ehe bekannt machen? Meine Frau Laia. Das also ist deine Frau. Oh, charmant. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Papa wollte uns nicht mitnehmen, Emmerich. Habe gleich gesagt, wir werden schon hereinrutschen. Ich hätte es bedauert, wenn Sie nicht gekommen wären. Wirklich? Oh, Papa, Madame gefällt mir gut. So. Danke, Sie gefallen mir auch sehr gut. Und noch so jung? Papa, bist du nicht zu alt für sie? Rose, benimm dich. Keine Familiendiskussionen. Gehen wir ins Haus. Sie gestatten. Bitte, ich komme gleich nach. Pardon, ich gehöre zu Madame Leclerc und bin ihr Sekretär, Dr. Wögler. Moment, ich habe Sie doch gestern im Casino mit einem Herrn gesehen. Ah, Sie meinen Feller, ein Studienfreund von mir. Ah, was haben Sie denn studiert? Außer den Frauen, die Speise- und Weinkarte, da haben wir auch noch Jus studiert. Und was macht er jetzt? Ja, also augenblicklich ist er sehr arbeitslos. Vielleicht steht er an einer Ecke und verkauft Zeitungen. Aber er war doch sehr elegant gekleidet. Mhm, sein letzter Anzug. Ach, ja. Och, Sie sind auch in Geldschwierigkeiten? Nein, bei mir liegt's am Herzen. SOS, Herzensnot. Unglückliche Liebe. Mhm, die Schwiegermutter. Sie will mich nicht. Und dabei liebt sie mich so. Was, die Schwiegermutter? Nein, Rose, ihre Tochter. Ah, ich habe sie eben kennengelernt. Sie ist wirklich ganz reizend. Ja, wem sagen Sie das? Sie ist Feuer und Flamme und ich bin der Brandstifter. Madame, wir erwarten Sie beim Roulette. Ich komme. Begleiten Sie mich, Doktor? Aber Madame, faites votre jeu. Good evening, ladies and gentlemen. Falls Sie mich nicht an der Stimme erkennen sollten, ich bin Poulet, der Detektiv. Heute Lady Waterproof. Um beim brasilianischen Fest der Madame Laia unerkannt zu bleiben, tja, Sie haben es erraten. Ich stehe hier in Damenkleidern mit blonder Perücke, mit schicken Hütchen und Schleier. Und das hat seinen guten Grund. Ach, die Männer. Die Männer sind doch alle Narren und leicht zu verwirren, denn Frauenkleider chloroformieren ihr Gehirn. Sie sehen da nur die Formen und nicht das, was darunter steckt. Darum habe ich auch diese aufregende Verkleidung gewählt, um unauffällig spionieren zu können. Hier im Busen, da habe ich eine Kleinkamera eingebaut. Ein Druck und Sie sind fotografiert. Klick, oh yes. Aber bitte, man muss sehr vorsichtig sein bei Männern. Man darf auf keinen Fall Versprechungen machen. Aus Erfahrung weiß man ja, dass die Männer bei jeder kleinsten Enttäuschung immer uns arme Frauen verurteilen. Oh, pardon, natürlich die armen Frauen verurteilen. Wie schon der Franzose so richtig bemerkt, cherchez la femme, oder sucht die Schuld nur bei den Frauen. Einst sprach Nietzsche, dieser Deutsche, geh zum Weib nicht ohne Peitsche, doch das ist schon lange her. Heute freilich sagen Herren, die gern wo gelandet wären, ach, die Frauen sind ein Malheur. Denn mit ihrem Kokettieren sie die Männer nur verführen, falsche schwören, niemals echt. In der Liebe, in der Ehe kommt das ganze Ach und Wehe nur vom weiblichen Geschlecht. Cherchez la femme, such die Schuld nur bei den Frauen. Cherchez la femme, keiner darf man wirklich trauen. Schon Eva und die Pompadour, das waren Sünderinnen nur. Die Circe und die Maintenon, die waren nitribitisch. So, cherchez la femme, schreien alle die Betrogen. Cherchez la femme, wettert jeder der Belogen. Doch dass der Mann
allein ist schuld, wenn seine Frau mit anderem buhlt. Er nicht versteht, weil er zu diskret. Darum rate ich den Kollegen, sich nicht ewig festzulegen. Und wenn ja, dann nur zum Schein. So ein kleines Zeitvertreibchen, nicht mit seinem Eheweibchen, ist mitunter doch sehr fein. Frauen in ihren Ehefrösten lassen sich von Freunden trösten. Und was tut der brave Mann? Er spielt viel zu oft den Treuen und soll ihn das nicht gereuen. Nehme meinen Rat, er am Change la femme. Es gibt so viel schöne Frauen. Change la femme. Darauf kann ein Mann noch bauen. Man denke nur an Don Juan und imitiere ihn dann und wann. Der Casanova hat bestimmt gewusst, wie leicht man Liebe nimmt. Change la femme, wenn sie sich als Playboy tarnen. Change la femme, können sie die Frau warnen. Denn wenn sie merkt, er ist gefragt, dann ist ihr Flirt rasch abgesagt. Change la femme, warum? Prost, Prost, auf Sie, Liebe. Trink nicht so viel an, du bist schon überbetrunken. Schließlich tue ich das nur, um den Mut aufzubringen, endlich vor deine Mutter hinzudrehen und um deine süße Hand anzuhalten. Warte noch, nicht heute. Ach was, heute oder nicht. Amé, salute. Und ich habe Angst, dass Mama Nein sagt. Na und, dann gehen wir beide eben auf und davon. Und wohin? Irgendwohin, wo kein Platz für Schwiegermütter ist. Und dann wird geheiratet, meine süße Rose. Salut! Oh, Madame Canu! Bravo! Wirklich, Sie sehen reizend aus. Schwarze Rosen, so elegant, so echt afrikanisch und diese Schmuck. Sagen Sie mal, Ihr Vater bekommt wohl Entwicklungshilfe. Ja, er hat ein Goldbergwerk in Afrika. Hoffentlich ein 14-karätiges. Kanu, ein Lied. Ja! Jawohl, ein Lied, bravo. Ich soll singen? Bitte, singen Sie. Gut. Ich werde singen das Lied vom schwarzen Johnny. Oh, dafür bekommst du einen Kuss, du schwarze Rose. Oh no, gekusst wird nur bei mir. Johnny war ein Neger, war ein Netz aus Leger, hatte liebe Schmerzen, konnte nicht lachen, scherzen, sehnsuchtskrank die Seele, wenn er saß vor deinem Haus, denn der schwarze Johnny war verliebt in Conny, sie war für ihn klasse, doch von weißer Rasse, und die Negermädchen lachten ihn nur alle aus. Johnny, armer Johnny, bist du auch gut gebaut? Weißes Mädchen will dich nicht mit deinem
feuriges Afrika, ich muss Sie umarmen und küssen. Ah, Sie sind gut aufgelegt, Monsieur. Ja. Und nicht mehr ganz nüchtern. Aber Rose, das ist doch nur, weil wir heute Verlobung feiern. Eine Verlobung? Mhm. Oh. Ah, Verlobung. Und wer ist die Braut? Ich bin in der Hoffnung, es zu werden. Reizend! Oh, Verlobung muss man feiern, wie bei uns in Afrika. Eine afrikanische Verlobung? Wie ist das? Oh, eine Negerverlobung. Ja, aber was muss man denn da machen? Zunächst einmal Kriegsbemalung auflegen. Kommen Sie. Ja. Kriegsbemalung? Die Ehe ist auch ein Krieg. Erst hat er Angst, dass er sie nicht kriegt. Dann hat sie Angst, dass sie ihn nicht kriegt. Und kriegen sie sich, geht der Krieg erst richtig los. So. Moment. Die Kriegsbemalung mache ich mit meinem Lippenstift. Hm? Ein Strich über die Nase, eine übers Kinn, eine über die Stirn. Rose, um Gottes Willen, was machst du da? Mama! Wer ist der Mann? Mein Verlobter. Dieser Indianer. Huck, hau. Weißes Quo, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Ja, das ist doch... Jawohl, Dr. Hans Wögler, Ihr Sekretär. Sie Indianer wagen es, mich um die Hand meiner Tochter zu bitten. Ja. Mama, ich liebe ihn. Rose, du kommst sofort mit mir. Und Sie, Herr Sekretär, sind fristlos entlassen. Madame, wenn Ihr hartes Mutterherz sich wirklich nicht erweichen lässt, dann sollen Sie wissen, dass auch wir hart bleiben. Ja, was soll das heißen? Ja, was soll das heißen? Das soll heißen, dass wir auch ohne Ihren Segen entschlossen sind, uns zu heiraten. Mama, sei lieb und sag ja. Du kommst mit mir und Sie machen, dass Sie fortkommen oder ich hole die Polizei. Halt, du bleibst bei mir. Und nun, adieu, Madame. Uns sehen Sie nicht wieder. Ein Glas Wasser. Oder besser Champagner. Oh, what is, Madame? Er entführt meine Tochter. Where? Der Sekretär. Oh, welch ein Malheur. Sie als Frau können doch fühlen, was das für eine Mutter bedeutet. Oh yes, ich fühle. Waren Sie auch schon Mutter? No, ich bin noch neu im weiblichen Geschlecht. Change la femme. Es gibt so viele schöne Frauen. Change la femme. Darauf kann ein Mann noch bauen. Man denke nur an Don Juan und imitiere ihn dann und wann. Der Casanova hat bestimmt gewusst, wie leicht man Leben nimmt. Change la femme, wenn sie sich als Playboy tarnen. Change la femme, können sie die Frau warnen. Denn wenn sie merkt, er ist gefragt, dann ist ihr Flirt rasch abgesagt. Changez la femme. Warum? Cherchez la femme. Madame, Prinz Feller von Xomanien bittet, seine Aufwartung machen zu dürfen. Prinz Feller kenne ich nicht, aber ich lasse bitten. Ein Prinz? Wie interessant. Madame? Sie waren so liebenswürdig, mich einzuladen. Entschuldigen Sie mein verspätetes Erscheinen. Sie sind... Prinz Feller von Xomanien. Aber Ihr Freund erzählte mir, Sie seien bankrott. Der hatte Schweigepflicht. Gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Harem vorstelle, den ich mir erlaubt habe mitzubringen. Was? Sie haben Ihren Harem mitgebracht? Bravo! Wie reizend! Lassen Sie den Damen im blauen Salon servieren. Sehr freundlich von Ihnen. Meine 12 Haremsdamen haben sich schon seit Tagen nicht mehr satt essen können. Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. Meine Damen sind sehr hungrig, weil ich kein Geld habe, sie zu verköstigen. Machen Sie sich lustig über mich? Aber keineswegs, Madame. Stehe zur Verfügung. Sie wollten mit mir spielen? Mhm. Schön, spielen wir. Der Einsatz ist ein Kuss. Finden Sie es sehr geschmackvoll, Ihren ganzen Harem zur Schau zu stellen? Aber ich sagte doch, das ist eine reine Nahrungsfrage. Sie sind also gekommen, damit ich Ihren Harem in Kost nehme. Und mich dazu. Wenn Sie Ihre Leibgarde nicht erhalten können, müssen Sie sich entschließen, sie zu entlassen. Bei uns im Westen kennt man diese barbarischen Sitten nicht. Wenn aber die Mädchen so an mir hängen wie Babys an der Amme. Ach, alle Frauen sind mir so anhänglich. Sie sind sehr eingebildet, Prinz, und sehr geschmacklos. Madame, finden Sie es fair, mich hierher einzuladen, um mich bei Ihren Gästen zur Zielscheibe des Spottes zu machen? Nur weil ich in Geldverlegenheit bin, glauben Sie, als die reiche, verwöhnte Frau, mit mir eine Zirkusvorstellung geben zu können? Der Clown und die Goldprinzessin? Ich bin keineswegs gewillt, das Objekt Ihrer Launen zu sein. So, das wollte ich Ihnen nur sagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Prinz, ich...
Ach, wie ich ihn hasse. Und doch, ich fürchte, ich liebe ihn. Wo geht's hier zum Meer? Dr. Wögle, wohin? Ins Meer, gnädige Frau, um meinen Leib den Fischen zum Fraß vorzuwerfen. Weshalb? Der Schwiegermutterfluch kann nur des Meeres und der Liebe Wellen hinwegspülen. Was? Ich habe bei Madame Leclerc um die Hand ihrer Tochter angehalten und da hat sie mich nicht nur abgewiesen, sondern auch noch entlassen. Passen Sie auf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, wenn Sie mir einen Gegendienst erweisen. Bitte, bitte. Sagen Sie mir die Wahrheit über Ihren Freund, den Prinzenfeller. Jawohl, aber das hat er mir streng verboten, darüber zu reden. Deshalb habe ich Ihnen ja vorhin den ganzen Unsinn erzählt. Aber Sie können mir alles sagen. Sprechen Sie ruhig. Also gut, ich spreche ganz ruhig. Der ist in einer schrecklichen Situation. In seinem Land ist eine Revolution ausgebrochen und jetzt steht der ohne Mittel da. Ja, aber... Weshalb reist er dann mit seinem Harem herum? Liebe Frau, das ist doch nicht sein Harem. Das ist das Xomanische Hofballett. Ach, Nein, nicht so von X-Beinen. Das auf einer Tournee durch Frankreich pleite gemacht hat und hierher zum Prinzen um Hilfe kam. Bitte, seien Sie ihm doch nicht böse, dass er sich diesen Scherz erlaubt hat. Und mir hoffentlich auch nicht. Böse? Oh, Sie haben mir eine solche Freude gemacht. Ich muss Sie küssen. Oh. Gussi. Um Gottes Willen, Rose! Du Schuft! Ach, Schuft heißt das. Schuft! Ich reiße dir die Ohren aus, ich erwürge dich! Ah, ins Wasser! Wo ist das Meer? Hoheit? Ja? Ich möchte Ihnen gern sagen, dass ich jetzt über Sie und Ihre Heimat einiges weiß. Dass wir... Barbaren sind? Im Gegenteil. Das Gegenteil von Barbarei ist Zivilisation. Aber sie kann oft noch schlimmer sein. Zum Beispiel? Wenn man sich über Dinge lustig macht, die andere kränken. Verzeihen Sie, Prinz, falls ich das getan habe. Ich liebe Ihr Land, weil Sie von dort stammen. Erzählen Sie mir etwas aus Ihrer Heimat. Erzähl!
Seien Sie, Hoheit, Exzellenz Bogger aus Ixomanien möchte Sie dringend sprechen. Ich lasse bitten. Hoheit? Sie kommen aus Ixomanien? Ja, Hoheit. Erzählen Sie, Exzellenz, was ist geschehen? Oh, da störe ich wohl. Aber nein, durchaus nicht. Madame Laia kann alles hören. Also, Exzellenz, was gibt's? Wie Sie wissen, Hoheit, haben die Rebellen das fürstliche Schloss besetzt und halten darin ihren Papa, den Fürsten, gefangen. Und die Regierungstruppen, warum greifen die nicht an? Die Aufständischen ließen verlauten, dass sie bei einem Angriff das Schloss mit dem Fürsten in die Luft sprengen würden. Sie fordern die Absetzung ihres Vaters und eine unerhörte Summe Lösegeld. Hoheit, müssen sofort mit mir nach Ixomanien zurückkehren. Vielleicht kann ihr Erscheinen das Schlimmste verhüten. Ich bin hier mit einem Flugzeug gelandet und erwarte Sie zum Abflug. Ein Auto steht vor der Villa. Exzellenz, ich danke Ihnen. In einer Viertelstunde bin ich soweit. Kann das Ballett auch mitfliegen? Selbstverständlich. Unsere Maschine hat einen großen Laderaum. Warten Sie mit dem Auto bei der rückwärtigen Gartentüre. Soll geschehen. Madame, Hoheit. Exzellenz. Was wirst du tun? Abfliegen. Und du als meine künftige Frau kommst mit. Hallo, Feller. Hallo, Hans. Ich bin soeben verständigt worden, dass ich nach Ixomanien zurückkehren muss. Und Madame Laia? Fliegt mit. Aha, und mich und Rose lässt du hier. Ihr kommt natürlich auch mit. Nun, die Luftveränderung wird uns gut tun. Also auf nach Ixomanien. Heulen draußen die Propeller und wir steigen schnell und schneller auf zu lichten Höhen, wo die Sterne stehen. Eng geschmiegt in der Kabine sitzen wir mit froher Miene und ich habe in allem Angst auf keinen Fall. Kommen dann recht starke Böen, schaukeln wir in Sturmeshöhen. Oh, dann kommt der Katzenjammer, mir wird schlecht. Stewardess kommt mit Champagner, gleich verschwindet dann der Jammer. Keine Angst, es wird schon alles wieder recht. Wir fliegen nach Ixomanien und holen die Kastanien aus dem Feuer. Ein Abenteuer, wir lassen alles leicht zurück und fliegen rein in unser Glück. Denn dort sind wir auch bald am Ziel. Die schöne Welt, heut noch der Kuckuck das Geld. Ich habe keins und Verduft, wir können leben von der Luft. Wir fliegen nach Ixomanien und holen die Kastanien aus dem Feuer. Ein Abenteuer. Herr de
Detektiv. Der kommt mir gerade recht. Hallo. Oh, hallo. Sie wünschen? Oh, machen Sie jetzt keinen Unsinn. Ich weiß, wer Sie sind, auch wenn Sie in tausend Verkleidungen schlüpfen. Sie haben mich erkannt? Mhm. Ich bin blamiert. Ich gebe Ihnen und Ihrem Auftraggeber eine neue Chance. Bitten Sie Monsieur Lanolle, Madame Leclerc und die übrige Gesellschaft hierher. Es erwartet Sie eine Überraschung. Eine Überraschung? Oh, ich weiß schon. Laia wird erklären, dass sie den Prinzen heiratet und ich bekomme die versprochene Prämie. Ja, Köpfchen muss man haben. Ach, Monsieur, Monsieur! Gut, dass Sie kommen. Sie kommen wie gerufen. Was wollen Sie von mir? Wir stehen vor großen Entscheidungen. Ihre Frau lässt Ihnen sagen, Sie möchten hier warten. Es gibt eine Überraschung. Oh, ich nehme an, sie wird die lang ersehnte Erklärung abgeben. Na, bitte, wie habe ich das gemacht? Ich hole jetzt rasch die anderen. Na, bin ich ein Genie? Man hat mich hierher bestellt. Weshalb, Robby? Ich weiß nicht. Laia will uns irgendetwas Wichtiges sagen. Ja, was kann das sein? Ich traue meiner Frau nicht. Sie führt etwas im Schilde. Warum so misstrauisch? Die Dame weiß, was sie will. Da haben Sie sicher recht. Man hat uns ist plötzlich hergebeten und versprochen, wir angetreten für uns alle eine Sensation. Ich kann selbst darüber gar nichts sagen. Lassen wir darum das viele fragen. Ich wär froh, wüsste ich es selber schon. Gibt's in euch eine Verlobung oder tanzt jetzt das Ballett? Spielt die Leute mit dem Prinzen um den Kuss wie das Roulette? Nur Geduld kann ihnen nichts verraten. Leia sagt, die Gäste sollen warten. Ist sie hier, dann wissen wir's. Ein Flugzeug! Es kommt auf uns zu! Sie werfen etwas ab! Flugzettel! Was steht auf den Zettel? Ein Gruß von Leia, Feller, Horst und Hans. Da haben wir's. Ich werde ohnmächtig. Sie sind geflohen. Wohin? Da steht's. Wir fliegen nach Exomanien und holen in Kastanien. Auf dem Feuer! Aber sagen Sie, Polé, Köpfchen, ich bin sprachlos. Was ist denn los? Was ist geschehen? Man lässt uns hier ganz einfach stehen. Monsieur Polé, der Detektiv, er hat versagt, ging alles schief. Er ist ein Mann, verkleidet sich. Wir gehen, Juliette, empfehle mich. Und diese Frau, bin ruiniert. Es hat mich leider so blamiert. Ihr ein Mann, oh welch Vergnügen, schwingt gegen Frauen hier Intrigen, doch die Strafe, die muss sein. Wer zu stark drückt auf die Tube und gräbt anderen eine Grube, der fällt meistens selbst hinein. Ja, so sind einmal die Männer, sind sie keine Frauenkenner, sind die Kürzeren mit Recht. Schimpfen, wenn sie sich blamieren und dabei den Kopf verlieren auf das weibliche Geschlecht. Im Palast des Fürsten von Ixomanien. Musik.
es sie. Kämpfen für die Ehre. Denn Teug wär sein Lohn, wenn der Feige wäre. Ist sie vom Vaterlohn, wo ist er nur geschieden? Wird es gleich anders dort, ist er unzufrieden? Da macht er Revolution. Revolution, Revolution. So eine Umschlussaktion. Umschlussaktion, Umschlussaktion. War gestern Monarchie, kommt Anarchie und dann die Republik. Hat man mit Republik dann auch kein Glück, macht man dann wieder schick. So eine Revolution. Revolution, Revolution. So eine Umschlussaktion. Umschlussaktion, Umschlussaktion. Hält dann das Fähnchen nach dem Wind im rechten Augenblick. Bleibt immer oben auf und macht dabei sein Glück. Kameraden, Soldaten! Hey, hey, hey! Kameraden! Wir, die Revolutionäre, behaupten weiter unsere Stellung. Der Fürst bleibt hier im Schloss unser Gefangener. Die Regierungstruppen, die uns belagern, wissen unsere Bedingungen. Absetzung des Fürsten und Einsetzen seines Sohnes Fella zum Nachfolger. Hey, hey, hey! Außerdem verlangen wir Lösegeld für die Freilassung des Fürsten. Wir haben schon einen Erfolg zu verzeichnen. Kameraden, Prinz Fella ist angekommen und hat eine reiche Braut mitgebracht. Hey, hey, hey! Ich gab dir Erlaubnis, sie hierher zu bringen. Prinz Fella wird schon dafür sorgen, dass seinem Vater nichts geschieht. Also muss er zahlen. Hey, hey, hey! Es lebe der Boss! Boss, der Prinz ist da! In seiner Begleitung befinden sich eine Frau, ein junges Paar und das Hofballett von Ixomanien. Sie warten draußen. Das Ballett ins blaue Zimmer und ihr verschwindet. Und die anderen führ herein. Sie sollen hier warten. Hier warten, bis der Boss euch rufen lässt. Die Damen sind müde von der Flugreise und möchten sich's irgendwo bequem machen. Rühren Sie sich nicht von hier weg, sonst könnte ein Gewehr losgehen. Piff, paff! Lümmel! Wir müssen versuchen zu verhandeln, um meinen Vater zu retten. Ich habe Angst, wenn sie das Schloss in die Luft sprengen und ich bin mittendrin und werde mitversprengt. Das werden sie nicht tun. Jetzt bin ich ja da und damit hat sich die Situation wesentlich geändert. Aber dein Papa, der Fürst, wird in großer Sorge sein. Du, ich hätte Lust, ihn auf eigene Faust zu suchen, um ihm Nachricht zu geben. Oh, das darfst du nicht tun. So ein Held bist du wieder nicht. So, Moment, ich werde dir beweisen, dass ich keine Furcht, dass ich keine Furcht habe. Hans, bleib da. Ich kehre als Held zurück, oder nie? Oh, ich hätte ihn nicht reizen sollen. Ich muss ihm nach. Bleibt da! Lass sie doch. Endlich sind wir allein. Also, es ist großartig von dir, Laia, dass du dich in dieses Abenteuer eingelassen hast. Aber was wird dein Mann dazu sagen? Er wird gar nichts sagen. Er hat endlich seinen Entscheidungsgrund. Komisch. Alte Männer sind oft große Narren. Ich habe einen ähnlichen Narren in Monte Carlo kennengelernt. Vergiss Monte Carlo. Komm. Küss mich. Ich liebe dich. Liebe, dieses Wort spricht nur zu mir. Und als Antwort sage ich dir, dass ich so sehr verliere. Liebe, dieses Wort mein Herz berührt, weil es uns zusammen.
Herzen testen will, dann sind da Worte meist zu viel. Ein Blick, der sagt, ich liebe dich, die Seligkeit für mich. Wenn man sich in den Armen liegt, sich zärtlich aneinander schmiegt und dann das eine Wort enthüllt, das man im Herzen fühlt. Liebe, dieses Wort spricht nur zu mir, denn mein Herz gehört ja dir und ist für immer dein. Und ist für immer dein. Und ist für immer dein. Der Boss erwartet Sie im Zimmer nebenan. Gehen wir. Nein, nur der Prinz. Sie müssen hier warten. Ich gehe mit, verstanden? Bitte, bitte. Die befiehlt hier, als wäre sie der Boss. Gottlob, Hans, es ist uns nichts geschehen. Natürlich, man muss nur energisch auftreten, dann haben diese Revoluzzer gleich Respekt. Das scheint überhaupt eine gemütliche Revolution zu sein. Und den Fürsten hast du auch gesprochen? Natürlich, ich war doch einmal hier auf Studienurlaub bei Feller und so wusste ich, wo der Fürst sein Zimmer hat. Und was hast du mit dem Fürsten gesprochen? Ich teilte ihm auf Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch, Xomanisch, kann ich nicht, mit, dass sein Sohn da sei und dass die Rettung naht. Du bist ein Genie. Ich weiß. Oh, schau, das Hofballett. Nur herein, meine Damen. Was wünschen Sie denn? Es ist uns langweilig in dem Zimmer. Und Hunger haben wir auch. Oh, ja. Sie haben Hunger. Da würde ich vorschlagen, wir gehen ein wenig trainieren, damit der Hunger vergeht. Aber jetzt Schluss mit Schlangen und Bauchtanz. Der Wind hat sich von Ost nach West gedreht. Neue Reformen, auch im Tanz. Wir sind zu jeder Reform bereit. Oh, meine Damen, dann will ich Ihnen zeigen, wie man bei uns tanzt. Oh. Im Norden, Süden, Westen und sogar im Osten tanzt man verrückt, als hätte man den Schüttelfrost. Ja, bei den Teenagern und halbgestärkten Herren, da muss es toll sein, denn so haben die es gern. Und jeder Tanz der Mode wird fanatisiert, im Tanzlokal und in der Bar wird er kreiert. Sogar zur Musicbox nimmt heute man Unterricht. Und Playboy Ferry so Mary freundlich spricht, tanz mit mir, Darling, das Tanzbein zuckt. Tanz mit mir, Darling, der Rhythmus juckt. Was früher tanzten Indianer, Mohikaner, Insulaner und die Kopfjäger nur. Begeistert heute als Modetanz auf dem Parkett, die jungen Fans, so nennen das dann Kultur. Man muss nur wagen, so hin und her, wie alte Tage, das ist nicht schwer. Muss mit den Beinen heftig schwenken, dass sie fallen aus den Gelenken, bis zerfranst sind die Füße. Das ist der Wucht, Mensch. Das hat Schmiss. Hinter der Tür alles mit angehört. Das ist ja entsetzlich. Und vor deiner Mama ist man nicht einmal am Mond sicher. Oh, Mama ist sehr energisch. Aber wie kommen die hierher? Und Papa hat sein eigenes Flugzeug. Ach ja, bis hierher sind es ja nur 6 Stunden Flugzeit. Aber ich verstehe Laia nicht, dass sie glauben konnte, dass ich... Das ist ein mieses Verständnis. Dass ich aufklären werde. Komm, Ros. Ach, diese Frauen. Ach, diese Frauen. Ja, da hat er recht. Und doch... Frauen, Frauen muss man lieben, denn
Hier steht geschrieben, bleibe nicht allein. Frauen, Frauen können geben, was so schön im Leben, Glück und Sonnenschein. Man liebe, denn es steht geschrieben, bleibe nicht allein. Auf der ganzen Welt wird die Frau umschwärmt, diese Liebe kommt keine gleich. Schranken und auch Grenzen sind nicht gesetzt, wo Gott Amor herrscht in seinem Reich. Auch mein sehnend Herz ist verzaubert ganz. Frag mich, warum bin ich verliebt? Und ein alter Weisheit und Bibelspruch mir die eine Antwort darauf gibt. Frauen, Frauen muss man lieben, denn es steht geschrieben, bleibe nicht allein. Frauen, Frauen können lieben, was so schön im Leben, Glück und Sonnenschein. Strahlen ihre Augen, wenn man sie zärtlich küsst. Frauen, Frauen muss man lieben, denn es steht geschrieben, bleibe nicht allein. Feller, es ist alles in Ordnung. Hier bringt dir Ruß deine Laia. Laia, glaubst du mir nun, dass ich unschuldig bin? Ja, sie vergibt. Wir Frauen vergeben ja so gern. Nicht wahr, Hans? Mhm. Komm, küss mich. Mhm. Auch ich vergebe dir. Mhm. Horrible, Robby, unser Kind in den Armen dieses Verführers. Was hat das zu bedeuten? Sie sehen mich in den Armen des Prinzen und ich habe Ihnen somit anschaulich einen Grund zur Scheidung gegeben. Das muss Ihnen wohl genügen. Monsieur Lannoy, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Frau. Ich willige gern ein. Schließlich war sie nie richtig meine Frau. Aber ich werde Rose nie die Einwilligung geben, diesen grässlichen Menschen zu heiraten. Dann, Mama, werden wir eben ohne deine Zustimmung heiraten. Dr. Wögler ist mein Freund. Ich biete ihm eine Stellung bei der Gesandtschaft in Paris an. Wenn Sie nicht die Einwilligung geben, müsste ich mir die Scheidung noch überlegen. Als Vater habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Wir willigen ein. Nicht wahr, Moschi? Glatte Erpressung. Gut. Aber wenn Sie nach Paris kommen, werde ich Ihnen eine Schwiegermutter sein, die... Mama, nicht böse sein. Aber ich bin dann exterritorial. Ich bin so glücklich, Mama. Papa. Und ich bin noch glücklicher, Papa. Mama. Oh, diese heutige Jugend. Nicht einmal küssen können Sie. Da herein! Hoheit! Diesen Spion haben wir soeben verhaftet. Majestät, bestätigen Sie bitte sofort, dass ich kein Spion bin. Ach, diese humorlosen Gangster machen allen Ernstes Anstalt, mich zu erschießen. Dabei habe ich mich nur in das Flugzeug gesetzt, um endlich zu meinem Geld zu kommen. Monsieur Lannoy, darf ich Ihnen die Rechnung unseres Eheüberwachungsbüros präsentieren, bitte? 300.000 Francs? Sind Sie verrückt? Der Schmerzensgeld inbegriffen, ach, um hierher zu gelangen, hat man mir den Arm ausgekegelt, zwei Rippen gebrochen, die Kniescheibe angeschlagen und eine Riesenbeule an meinem Köpfchen beigebracht. Schön. Hier haben Sie den Scheck. Oh, danke. Ja, bitte. Und darf ich Sie noch um einen Separatscheck für meinen Schock bitten? Was soll das nun wieder? Ja, kleine Nervenkrise. Ach, seit ich hier bin, zittern die Knie, hüpft mein Adamsapfel, rollen meine Augen, stehen mir die Haare zu Berge. Schön.
Wie viel? 100.000. Oh, danke sehr. Danke. Und damit begebe ich mich jetzt in ein Nervensanatorium. Abführen! Ach, gibt's hier auch ein Sanatorium? Nein, aber einen Arrest. So? Also gut, wenn schon Arrest, dann aber bitte ein Zimmer mit französischer Küche und Fernsehapparat, wie es bei uns zu Hause die Sträflinge haben. Vorwärts! Prinz Feller ist nach Ixomanien zurückgekehrt, um die Regentschaft zu übernehmen. Er kommt aber nicht allein. An seiner Seite steht die Frau, der er in großer Liebe und Verehrung zugetan ist. Vivat! Nach altem Brauch habe ich die Ehre, die Braut zu fragen. Nehmen Sie die große Verpflichtung auf sich, dem Prinzen Ihr Ja-Wort zu geben und dem Lande Ixomanien eine treue Landesmutter zu werden. Na ja. Sag es wie damals, als wir uns zum ersten Male fanden.